Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Kingdom Come Deliverance. Wir geben uns jetzt auf die Rehjagd. Verbotenerweise, das dürfen wir natürlich nicht, das ist ja Wilderei. Wir brauchen das Rehfleisch. Ach, da vorne ist es erst. Wir brauchen das Rehfleisch, um das dem Metzger anzuhängen, wenn es vergammelt ist. Damit wir in unserer Wiedergängerquest irgendwie weiterkommen. Müsste jetzt hier vorne irgendwo sein. Ach Gott, hier ist sogar ein Trampelpfad, wie niedlich. Ja, kommt das hin hier? Jagdgebiet Rehe, das ist schon vorbei. Unglaublich, da wo die Honigwaben sind. Ja, also, irgendwo muss es hier sein. Da, da ist schon eins. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, aber ich glaube, ich ziehe mir mal eben meine klimpernden Rüstungen hier aus. Lauf aber ein bisschen leichter, jägerartig. Nicht, dass ich dann von irgendeinem Dieb überwältigt werde hier. Irgendwelche Banditen, die da vielleicht rumschleichen. Wilderer! Schreckliche Menschen. So. Warte, gut. So läuft jetzt rum mit seinen Sporen, eine kurze Hose. Ball! So, jetzt habe ich das Kettenhemd wieder angezogen. Das darf ich wahr sein. So. Irgendwelche Schuhe? Edel. So, sehr edel. So schleichen wir jetzt rum. Mal gucken, ob das gelingt. Schon hat es mich gewittert, das darf nicht wahr sein. Ja, das hat das Potenzial, ärgerlich zu sein. Oh, das ist noch eins. Da ist noch eins. Chamäleon. Theoretisch dürfte es mich ja so nicht sehen. Oder ich weiß nicht, ob das... Ach Mist, jetzt wieder weg. Da ist es gerade gespawnt, ey. Unfassbar. Das kannst du vergessen. Ich denke mir mal, Rehe zu schießen ist leichter als Hasen. Weil die Rehe relativ groß sind. Aber leicht ist, glaube ich, beides nicht. Keine Rehe mehr. Da unten. Da hinten springen sie herum. Ach, müsste ich so aktiv sein. So wird es nie was. Was sagt denn die Pfeile hier? Vielleicht sollte ich mal nicht die guten Pfeile verwenden. Ich habe nur gute Pfeile. 11 Stück. Spitzpfeile. Ach, davon haben wir noch jede Menge. Okay, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, wo sind die Viecher denn schon wieder? Da unten. Ich würde da gegen den Wind hinlaufen, aber ich weiß nicht, von woher der Wind kommt. Boah, die lassen sie mich aber auch nicht ran, ey. Hör mal auf, so panisch zu sein. Keiner tut dir was. Wir haben irgendeinen komischen Extragarten. Spezialgarten. Nee! Ein Schuss, ein Treffer. Ich fasse es ja nicht. Waldgarten. Tollkirsche. Ja, die nehmen wir mit. Sehr gut. Was haben wir da? Beinwell. Oh, du armes Viech. Rehfleisch. Ich glaube, wir brauchen 50. Das darf nicht wahr sein, oder? So ein Mist. Oh, eins mehr noch. Wegen einem Fleisch muss ich jetzt so ein armes Reh noch töten. Ach, der Alex, der will ja auch Rehfleisch. Richtig, das ist das Festmahl für die Bettler. Vielleicht, von da lohnt sich das vielleicht doch. Dann nehmen wir das ganze Fleisch mit. Verbrauchen was für unseren Alex. Und der Rest, den Rest lassen wir vergammeln. Ich werde hier, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr treffen. Ich werde hier, brauche ich dann 100 Schuss. Wieso kriege ich denn nicht? Achso, ich bin. Ah, ich bin überladen. Und zwar nicht zu knapp. Schöner Mist. Ja gut, erstmal müssen wir das Viech erwischen. Das lässt mich echt nicht ran. Es hält ordentlich Abstand. Naja, ich glaube, das... Ja, das hält echt Abstand. Ich habe das Gefühl, sobald ich auf 10 Meter rankomme, verschwindet er schon wieder. Ganz automatisch. Ja, vielleicht, weil ich normal laufe und nicht gebückt. Ah, so, irgendwas war wieder bei Plötze reinpacken. Sechs Kilo kann man noch wegpacken.
Zum Beispiel die Brigantine. Ich muss halt dran denken, die später wieder anzuziehen. In die Satteltasche. Immer noch überladen. Psst. Ich frage mich, warum ich gerade den Chamäleon-Bonus nicht bekomme. Daneben. Psst. Erwischt! 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 Na sowas. Volltreffer. Armes Viech. Gleich umgeflogen hier. Nummer 51. Du Schande, ey. Das sind nochmal 25 Kilo obendrauf. Oh mein Gott. Ja, jetzt aber ein bisschen fett. So, jetzt aber richtig fett. Wir brauchen 90 Stück für Alex und für die Wiedergänger-Quest. Guck mal, wie viel wir jetzt haben. 100 Stück haben wir. Wilderei. Gut, da würde ich sagen, lass mal ein bisschen was fallen. 10 Stück. Ah! Nein, jetzt habe ich alles fallen lassen. Genau, so, jetzt wieder. Fallen lassen. 10 Stück, nicht 90. Okay, schon ein bisschen besser, aber es ist trotzdem viel zu schwer. Okay, das ist natürlich ein bisschen riskant. Wir brauchen glaube ich auch 40 Hammelfleisch, wir haben 41. Ja gut, da kommt es auf die 300 Gramm auch nicht mehr drauf an. Hm. Ist jetzt riskant, bis nach Rattal zu reiten irgendwie. Wenn ich unterwegs einmal angehalten werde, kann ich mich nicht bewegen. Na gut, komm. Ich ziehe mich mal wieder an. Zur Sicherheit. Nur für den Fall, dass... Nein, Herrin Stefanie. So. Okay, alles bis auf die Meilen der Brigantine. Die habe ich jetzt nicht... Warte, ich könnte... Ja, hm. Moment mal, wenn ich das Zeug angelegt habe... Geht das denn hier raus? Also zählt das dann nicht mehr mit rein? Doch, es zählt auf jeden Fall mit rein. Na gut, die Brigantine kann ich eigentlich dann auch noch anziehen, oder? Was soll's schon... Was soll's machen? Wir ziehen sie an. Ja. Jetzt muss plötzlich mich tragen. Ich schaff das alleine nicht. Da reiten wir nach Rattai. Ah, da ist sie schon. Kannst du das schaffen, plötzlich? Oder bricht sie durch? Sie schafft das. Und sie kann auch rennen. Ah, okay. Gut, also auf nach Rattai. In der Hoffnung, dass wir uns nicht erwischen lassen. Pack mal den Bogen weg hier. In Rattai können wir auch Zeugs verkaufen. Ich hoffe, ich werde nicht durchsucht. Wegen dem ganzen Fleisch, Gammelfleisch-Skandal. Da werden wir dann auf 40 Rehfleisch los. Das ist gut. Für Alex. Und bis dahin, ja. Auf dem Rückweg dann. Und wir müssen eigentlich auch die Hühner töten. Eigentlich müssen wir das jetzt machen, damit das Zeug schon mal vergammeln kann. Sonst sitzen wir nachher da und warten nur auf das Gammelfleisch. Die vergammelten Hühner. Ja. Ich traue mich noch nicht so richtig, das jetzt hier zu machen. Müsst ihr die etwa auch erschießen? Oder wir machen das in Gottes Namen unten in Rattai. Ja. Ja, komm, das wollen wir nicht jetzt so völlig überladen, wie wir sind. Wir bringen erstmal das Fleisch weg. Für Alex. Und dann geht es uns schon ein bisschen besser. Verkaufen und ein bisschen was von dem Zeug. Und dann geht es mir schon besser. So, ich denke, ich reite mal eben alleine. Und ich melde mich, wenn wir dann dort sind. So, liebe Leute, da sind wir wieder. In Rattai. Ich habe schon die Quest ausgewählt für Alex. Mit dem Festball für die Bettler. Das ist das grüne Schild oben auf dem Kompass. Das machen wir jetzt gleich, solange das Rehfleisch noch gut ist. Ja, wegen der Hühner. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die nachts nicht eingesperrt sind. In ihrem Hühnerstall. Kann ja sein. Oh. Voll draufgeritten, Entschuldigung. Ich glaube, das war... Ah, nee, da liegt er. Da hängt er ja. Also, willst du das vielleicht tagsüber machen? Das Bauchweh, was? Das Bauchweh? Übel. Nein, hab ich nicht. Oh, stehlen! Nein! Oh mein Gott! Das passiert immer wieder, ey. Zu sehen.
So, wild überraschen. Ich habe hier wild für dich. Großartig. Lass mal sehen. Ja. Nein! 40. Mehr gibt's nicht. Der Rest brauchen wir selber. B, es reicht am Ende nicht. 40 von 40, genau. Danke, Heinrich. Dafür bekommen wir viele Vorbild. Ruf verbessert und Ruf verschlechtert. Ich habe wieder was für dich. Was zur Hölle? Der Wirt hatte Ärger mit seiner Gattin und will es wieder gut machen. Sie liebt Würste aus Rotwild. Also Nein. bat er mich um Hilfe. Hirschfleisch kann ich besorgen. Die Würste muss er selbst machen. Sicher. Beschaff nur das Fleisch. Aha. Mach's gut. Nicht schon wieder. Nein, nein, nix da. Wir sind keine Wilderer. Was denkt der sich eigentlich? Ich hab alles verloren. Mein Heim. Oh, da bin ich auf ihn drüber draufgelaufen auch noch. Ja. Okay, also wir haben noch ein bisschen Zeugs zu verkaufen. Plötzlich hat Zeugs mit dabei. Wie schwer ist es denn jetzt? Immer noch zu schwer, natürlich. Klar. Ja. Okay, steigen wir mal ab und gucken. Was haben wir denn da? Gefährte. Standhaftigkeit, du meine Güte. Schwert des heiligen Michael, ist das gut? Ich glaube, wir können das langsam verkaufen. Ich trage das die ganze Zeit schon mit mir rum. Es wiegt jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel, aber trotzdem. Oh, schon einiges wert, hey. Ach komm, wir brauchen das, glaube ich, nicht. Weg damit. Standhaftigkeit brauchen wir auch nicht, oder? Okay, hier haben wir das ganze Zeug, was ich irgendwann mal eingenommen habe. Also, bekommen habe. Okay, jetzt habe ich einiges Zeug im Inventar. Ja. Waffen und Rüstung. Ich kann nicht spurten. Ja, das verkaufe ich jetzt hier alles. Na? Hat er nicht normalerweise hier seine Waffen liegen? Vielleicht wurde er ausgeraubt, also ich weiß Gott nicht. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ja. Handeln. Uff. Also, wir sind hier gerade beim Rüstungshändler. Achso, Moment mal, das ist dein Zeug. Ach Gott, ich Trottel. Okay. Ich hau mal alles rein, was ich nicht selber brauche hier. Das hätte ich vielleicht erst reparieren sollen, ist egal. So, ich glaube, das war's. Vermögen des Händlers 0? Was ist das für einer? Vermögen des Händlers 0. Jetzt habe ich das ganze Zeug extra. Wieso hat denn der 0 Geld? Vielleicht wurde der echt ausgeraubt. Wie krass ist das? Wieso habe ich hier eigentlich nichts ausgerüstet? Oh, keine Ahnung. Er trägt das ganze Zeug, aber er hat hier nichts ausgerüstet. Das ist was Ärgerliches, echt. Gefärbte mailändische Brigantine. Ja, ich will ihn verlassen. Ich könnte aber wenigstens meine Sachen reparieren lassen. Mach's gut. Dann hat er wieder ein bisschen Geld. Alles. 600. Oh mein Gott, du machst mich krank, ey. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ich gebe hier, ich hau ein Geld raus hier, das ist unglaublich. Zufrieden? Das ist zu wenig. Aha, gut, versuchen wir es mal so. Endlich eine vernünftige Summe. Gut, jetzt hat er ein bisschen Geld. Also warum hat er kein Geld? Das ist ja unglaublich. Alles Gute. 640, immerhin. Na gut, ein bisschen was werden wir schon los. Gucken wir mal nach den schwereren Sachen. Vielleicht. Schon zu viel, oder? So viel hat er nicht. So viel hat er nicht. So ein Mist. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also das wiegt schon viel. So viel kann er mir zahlen. Vielleicht kann ich ein bisschen hochgehen und dann passt das schon. Falschen wir natürlich. Ich will mein Geld zurückhaben. Sprechen wir den Preis. Ist gut. So. Was damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Ja, das sollte Ui. Passen. Sehr schön. Gut. Okay, ein bisschen was haben wir jetzt los, aber es ist immer noch viel zu schwer. Gehen wir zum Waffenhändler und hoffen, dass der mehr Geld hat.
Ist ja wirklich bitter jetzt hier. Jetzt werde ich mein Zeug nicht los. Darf nicht wahr sein. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot und dazu etwas frische Milch. Nicht stehlen! Ich muss immer so aufpassen, dass ich nicht aus Versehen irgendwas stehle. Stopp! Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Hallo, was soll das? Was ist das für eine Frechheit? Reparieren will ich eigentlich ja selber machen. Ja, der hat wenigstens ein bisschen was Geld. Ja, immerhin. Gut. Oh mein Gott, jetzt haben wir ja teure Sachen. Der zahlt mir natürlich nicht so viel. Das war über 1K-Wert hier. Edles Schwert. Das wollte ich eigentlich irgendwann selber mal nutzen. Ja, das war schon. Mehr kann man nicht verkaufen. Schade, dass man nicht gleichzeitig auch noch reparieren kann, weil das immer eine extra Option ist. Ach so, jetzt kapiere ich es. Hier wird auch alles hier nicht angezeigt, weil er der Waffenhändler ist. Es werden nur die Waffen angezeigt. Na gut, wir falschen. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Mehr Geld für mich. Zufrieden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Na komm. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ja, sehr schön. Ich freue mich. So, immer noch zu schwer, natürlich. Ich habe ja meine ganze Rüstung nicht, bin ja die ganze Rüstung nicht losgeworden hier. Da muss Plötze das alles doch wieder tragen. Entschuldigung, Plötze. Was ein Mist. In die Satteltasche. Ja, immer noch viel zu schwer. Ich krieg zu viel. Kann man ja noch irgendwas machen gerade? Ich weiß gar nicht. Im Rattei. Erreiche das Geschäft. Achso, nee, errichte das Geschäft. Rattei Turnier, Klötze Fluss, dann los, verpasst mir eine. Ich kann wieder mit Milan kämpfen, nach Thalenberg. Steht die Spore vom Sasauer Schuster, dann danke. Müller-Wolzek, Tier heute. Wildschweinhaut, nein! Haseninnereien, die ganzen Wilderer-Freaks, ey, das darf nicht wahr sein. Nimmst den Reichen, gib's den Armen. Freue ich mich nicht. So, gut, also ihr habt ja, glaube ich, nichts mehr zu tun. Achso, ich höre King Louis. Er sagt, geh zum Henker, der hat eine Quest. Ich würde sagen, dann gehen wir da aber noch hin. Wir müssen das ganze Fleisch vergammeln lassen. Achso, vielleicht können wir beim Henker ein paar Hühner töten. Denke nicht. Ich denke nicht. Halskette. Ich überlege gerade. Ich muss irgendwas machen, dass ich nicht mehr so überladen bin hier. Und Plötze? Plötze hat da ein bisschen Platz. Vielleicht können wir das ganze Fleisch bei Plötze reinladen. Ja. Rehfleisch, ja. Das hauen wir da mal rein. In die Satteltasche. Alles weg. Rehfleisch. Na wunderbar. Jetzt geht's wieder. Wow, das bringt's. Das hat's echt gebracht. Und das Ei gilt jetzt auch gar nicht mehr als gestohlen. Kann man das eigentlich essen? Scheinbar schon. Rohes Ei. Moment mal, haben wir Fleisch? Nur 25 Stücke? Da habe ich ja viel zu viel dabei, ich Trottel. Ja, 50 Stück Rehfleisch. Lammfleisch nur 25 Stück. Ja, da kann ich ja die Hälfte fallen lassen. Boah, das gar nicht. Okay, jetzt haben wir noch 25 über. Das müsste eigentlich passen. Gut, Plötze wird sich Moment mal freuen, oder? Habe ich das jetzt im Inventar? Muss ich eigentlich im Inventar haben? Ah ne, ich habe es gleich fallen gelassen. Ja, es passt. Ich habe es fallen gelassen. Okay, das liegt jetzt hier rum. Vielleicht will das irgendjemand noch essen. Da liegt es am Boden. Na gut. Gut. Da haben wir auch Hühner. Aber mitten in der Stadt traue ich mich das nicht. Also auf zum Henker. Ja. Und es wird ja auch gerade Abend. Ist gut. Da können wir mal gucken, ob wir irgendwo Hühner finden. 4 Stück. Die ich erschießen muss. Ich schlimmer Mensch. So, dann bin ich mal gespannt, was der Henker wieder hat. Ich weiß nicht, ich schätze, dass mir viel entgeht auch an Quests, weil ich, keine Ahnung, weil ich die Quests einfach nicht sehe. Ich sehe ja, dass auf der Karte immer wieder Quests eingezeichnet sind oder halt Questzeichen irgendwie hier zum Beispiel. Questgeber.
Aber ich weiß nicht immer, also ich kapiere den Unterschied zwischen diesen Sternen noch nicht. Ich meine, das sind die Wirte, die sagen, wenn sie eine Quest haben könnten, also wenn man da hingeht und mit denen spricht, muss sie ja nicht unbedingt eine Quest haben. Die eigentlichen Quests sind ja Ausrufezeichen, so wie ich das kapiert habe. Also, und die werden jetzt hier nicht unbedingt so richtig angezeigt. Also beim Henker zum Beispiel sieht man nichts. Theoretisch muss er vielleicht mit den Leuten quatschen, um die Quest überhaupt zu sehen. Und ich quatsche ja nicht mit jedem. Einfach so. Einfach so aus Spaß. So, Naturbursche. Und der hat ja wieder gesagt, wie siehst du denn aus? Ich müsste also vielleicht bei mir jetzt im Badehaus. Ich meine, da waren wir erst kürzlich. Also rein subjektiv habe ich eigentlich das Gefühl, ich bin noch ganz gut in Schuss, aber anscheinend nicht. So, da sind wir. Der keine Hühner. Doch, der hat doch Hühner. Ach doch, da vorne, ja. Jede Menge. Einfach so abmurks, geht nicht. Aber wenigstens laufen die nicht weg. Das heißt, ich müsste sie ganz gut erschießen können. Oder halt... Wobei, der hat zwei Hunde. Ah. Na gut, weiß auch nicht. Wir gehen mal da rein und gucken, ob da was für mich hat. Henker! Henker Hermann ist nicht da. Seine Frau schläft. Eliska. Und wo ist der Mann selber? Hallo? Herr Henker? Knurrt er mich an. Hallo? Warum knurrt er mich an? Er kennt mich doch. Vielleicht ist er beim Henken. Da oben irgendwo. Sehe ihn nicht. Ich würde die Eliska fragen, aber die wird sich wahrscheinlich nicht aufwecken lassen. Frag sie mal, vielleicht lässt sie sich ja doch aufwecken. Eliska! Ach, doch! Du solltest dich anständig kleiden, bevor du dich in der Öffentlichkeit zeigst. Ja, was willst du denn? Ach, was bedrückt Hermann? Das sagt Eliska, was ist denn mit Hermann los? Es heißt, er sei völlig außer sich. Was? Er wurde schlecht behandelt. Oh je. Aber sprich besser selbst mit ihm. Und wo steckt er? Wo finde ich ihn? Wenn er nicht hier ist, wird er seinen Kummer wohl in der Schenke von Ratai ertränken. Leider. Ha. Gott, ja, dann schütze dich. Schenke von Ratai. Ja, da müssen wir doch mal hingehen. Eine Quest gab's nicht. Ja, besonders gut läuft es anscheinend in der Ehe auch nicht, oder? Sehe ich jetzt wirklich so schlimm aus? Ich bin doch halbwegs sauber. Was wollen sie denn? Wollen wir vielleicht noch ein bisschen was reparieren? Das sieht ja alles gut aus. Das habe ich ja vorhin reparieren lassen. Ja, komm. Schmiedeset. Schneiderset. Hast nichts. Schusterset. Ah, edle Schuhe. Ah, ich kann nicht. Okay, dann halt nicht. Ja, anscheinend sehe ich ganz schlimm aus, aber ich finde eigentlich, dass ich halbwegs sauber bin. Unmögliche Bande. Wir sind im Mittelalter, was erwarten die eigentlich? Okay, wenn der Herr des Hauses nicht da ist, dann kann ich mich doch eigentlich um die Hühner kümmern, oder? Traue ich mich das? Eigentlich nicht, aber ich werde jetzt mal einen Retterschnaps trinken, mal gucken. Dann traue ich mich das vielleicht. Wie viel haben wir denn? 7 Stück, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Spiel gespeichert. Ja, komm, versuche das mal. Ich kann das auch mit dem Schwert machen, oder? Oder, oh Gott. Einfach so auf die armen Viecher einprügeln, das ist echt schlimm. Oh, oh nein. Oh mein Gott, was bin ich schrecklich. Einfach draufgehauen, einfach zertrümmert, den Schädel zertrümmert, alles zertrümmert. Und die bellen, weil sie das nicht mögen. Oder? Die wissen, dass man das nicht macht. Es ist gerade keiner da. Oh, es ist schrecklich. Oh nein. Ach, das geht sogar mit der Faust. Okay, das... Oh Gott. Das ist echt schlimm. Dem Armen. Gerade beim Henker, den mag ich ja eigentlich. Aber wenn der gerade nicht da ist und ich will ja die Quest eigentlich erledigen. Wir gehen jetzt. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Entschuldigung, armen Hühner, ey. Schrecklich.
Einfach getötet und mitgenommen. So, jetzt passt ja extra auf, dass ich da nicht drauf trete. Oh Gott. Die Säue hier. 4 Hühner. Das merkt er schon. Das wird er schon merken in seinem ja. Speiseplan irgendwie. Na gut, jetzt haben wir sie und jetzt müssen sie vergammeln. Oh. Schlimm. Heinrich, du bist ein schlimmer Mensch. So was macht man nicht. Also, da gehen wir mal in die Schenke. Ja. Oh. Nicht ja richtig? Ja. Hoppala. Welche Schenke meinen die denn jetzt? Muss ich ganze Schenken durch abklappern hier. Er wurde schlecht behandelt. Ja, aber ich glaube, das ist er doch eigentlich gewöhnt. Er sagt doch immer, er wird schlecht behandelt, aber das ist halt so als... Moment mal, wo bin ich jetzt hier? Als Henker? Ich hab mich verlaufen. Muss irgendwo ein Weg runter sein. Komm, Plötze. Geh mal! Das ist der Weg hier. Da ist der Weg. Ja. So, also in die Schenke. Nehmen an, es gibt ja schon 2 Schenken in Rathai auf der Hauptstraße irgendwie. Und dann gibt's noch die Gasthäuser. Gucken wir mal. Ja. Ich würde sagen, danach gehen wir doch pennen, eine Runde. Ebenfalls. Ebenso, Sakra. Ich meine, weil ich jetzt nicht mehr so oft angehalten und durchsucht irgendwie. Arme Hühner, die sind nicht mal weggelaufen. So, da vorne kommt die erste Schenke. Oder? Nee, das ist hier gar nicht. Bäcker. Und vertausche ich mich? Hier ist eine Schenke. War das nicht 2? Ich meine, da hinten ist noch eine. Bürger. Gehilfe. Und Bürger. Gut, also hier ist er anscheinend nicht. Guck mal, in der oberen Schenke. Ja, da kommt noch eine. Konkurrenzschenke. Henkers Gehilfe. Moment mal, der hat einen Gehilfen. Henker Herrmann, da ist er ja. Ich dachte, er hat überhaupt keine Freunde. Was ist los? Die Leute in der Stadt reden über dich. Die scheißen auf mich. Das ist los. Was? Wer denn? Hier. Na, sie alle. Okay. Bart, erzähl mir die ganze Geschichte. Sein Helm sieht schon bis irgendwie also gut, wenn du kaputt willst. Aus. Die haben Peter von Dauber, Georg Weiß und einen Kerl namens Herald, genannt Frost, geschnappt. Das sind Schurken, die sie bereits seit Monaten jagen. Und nun wird eine große Hinrichtung vorbereitet. Okay. Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sehen. Das ist doch gut für dich, oder? Wäre es, wenn ich der wäre, der es erledigt. Okay. Solltest nicht du alle Hinrichtungen in Rathai durchführen? Er ist doch der Henker. Es ist sogar mein verfluchtes Recht. Du wirst nicht ersetzt, haben sie gesagt. Der Galgenberg ist nur eine Leihgabe. Ja. Aha. Es muss irgendeinen Grund geben. Wenn du ihn weißt, raus damit. Wer wird sie hinrichten? Sie haben extra Henker Heinz aus Kuttenberg herbeordert. Ach Gott. Es soll ein Riesenspektakel werden. Hab ich je eine Hinrichtung verbockt? Ich habe alle mit nur einem Schlag geköpft. Will der edle Herr eine Hängung hinauszögern, lasse ich sie minutenlang zappeln. Soll es schnell gehen, sind sie starr, sobald sie fallen. Und so dankt man's mir, nach all den Jahren des Dienstes. Richtiger Fachmann. Was können wir da machen? Nichts. Der edle Herr hat entschieden und aus. Ja, dann gehen wir zum edlen Herrn und fragen mal. Du willst nichts dagegen unternehmen? Sollen sie etwa davonkommen? Nun, nein, aber... Du hast das Recht auf die Hinrichtungen in Rathai, oder nicht? Und ob ich das habe? Dann bist du im Recht. Also wirst du doch wohl etwas dagegen tun können, oder? Sie haben den anderen Henker schon bezahlt. Und er ist bereits mit seinen Gehilfen eingetroffen. Wir können die Hinrichtung nicht aufhalten. Es sei denn, Heinz fällt tot um. Ah!
Ich werde eigentlich nicht morden, oder? Das wollen wir eigentlich nicht machen, sowas. Aber ich mag ja Henke Hermann, also. Vielleicht lässt sich das einrichten? Ich bin ein rechtschaffender Mensch. Was willst du damit andeuten? Uiuiui. Ach, rein gar nichts. Na, hoffentlich. Das Beste wäre, wenn er die Hinrichtung vergeigen würde. Der berühmte Kuttenberger Henker vermasselt die Aufgabe. Der Pöbel lacht ihn aus. Wir machen ihn betrunken. Und dann fleht man mich an zu übernehmen. Den würden sie nie wieder einladen. Klingt gut. Wie stellen wir das an? Leider kenne ich die Strafen nicht. Die geben sie erst kurz vor der Hinrichtung bekannt. Und dann ist es zu spät, irgendwas gegen den Henker zu unternehmen. Uff. Was, wenn er besoffen wäre? Dann könnte sie befreien. Der Vogt müsste etwas wissen. Müsste der Vogt nicht etwas wissen? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass nur Heinz das Urteil kennt. Ich habe da eine Idee. Hilfst du mir? Ja, na klar. Natürlich. Bester Henker Hermann. Großartig. Danke, Heinrich. Also, wo soll ich anfangen? Frag den Vogt, was die Verurteilten verbrochen haben. Und sieh dir dann die schwarzen Chroniken im Rathaus an. Sie reichen bis vor meine Zeit zurück. Du findest darin bestimmt ähnliche Straftäter und ihre Urteile. Du musst also Verbrecher finden, die ähnliche Missetaten begangen haben und ähnlichen Standes sind. Adlig oder von niedriger Geburt. So kannst du auf die Strafe schließen, die sie erwartet. Komm dann zu mir zurück und wir schmieden einen Plan. So machen wir's. Das klingt gut, da habe ich Bock drauf. Die Hinrichtung soll an meiner Richtstätte am Galgenberg stattfinden. Ich kann sie etwas hinauszögern. Wenn alle Stricke reißen. Ich behalte das im Kopf. Okay, also ich nehme an, dass das mit Zeit läuft. Also, dass wir da nicht einfach schwarze Chroniken, dass wir das nicht also einfach ewig liegen lassen können. Ja, was ist das denn? Die Acta Negra Maleficorum, auch bekannt als Achtbücher oder Blutbücher, enthielten Informationen und Berichte über Kriminelle, denen man Kapitalverbrechen vorwarf. Die Aufzeichnungen wurden im Gemeindegericht von einem Beamten aufbewahrt, zu dessen Aufgaben auch die Befragung der Gefangenen zählte, für die nicht selten auf Folter zurückgegriffen wurde. Die ältesten Chroniken dieser Art, die bis heute erhalten sind, stammen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Schwarze Chroniken. Krass. Ja, da gehen wir kurz zur Vogt hin. Vielleicht erwischen wir den heute noch. Und dann können wir nachgucken. Das finde ich interessant. Dann können wir kombinieren. Und ja, wir müssen halt versuchen, die Strafen rauszufinden. Och, das ist... Ich hätte Blitze rufen sollen, jetzt ist es zu spät. Jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ich hoffe, er ist auch da, der gute Vogt. Na, Blitze, wärst du mal da gewesen, wenn ich dich gebraucht hätte. Ja, aber ich frage mich auch, warum Henker Hermann ersetzt werden soll. Was bringt das denn? Ich meine, wir haben doch über das nicht aus einfach so ohne Grund der Henker des Ortes. Wunderbar, oder? So, der Vogt. Ich weiß nicht, der hat bestimmt schon Feierabend gemacht. Da ist er. Halt! Bleib mal stehen! Sakra! Selber! Oh, unfassbar. Das wäre... Oh. Sakra! So, jetzt. Was brauchst du? Eine Hinrichtung. Ich hörte, dass eine große Hinrichtung stattfinden soll. Allerdings, das wird ein glorreiches Spektakel für die Stadt. Ein Spaß für alle. Lang wird man darüber reden. Wer wird hingerichtet? Die schlimmsten Verbrecher und Geächteten weit und breit. Peter von Dorba, Georg Weiß und Frost Herald. Was haben sie getan? Frag lieber, was sie nicht getan haben. Haben im ganzen Land Ärger gemacht. Okay. Wer ist Peter von Dauber? Ein Adliger, der sein Vermögen verlor, hat monatelang Händlern aufgelauert. Das war Raubritter. Alles? Ein Raubritter? Anfangs ja. Aber dann schrie seine Bande nach Blut. Sie töteten einen ganzen Trupp, der sie jagte. Der Mann wird nicht ungeschoren davonkommen. Okay, interessant. Was kannst du mir über Herald sagen? Er wird Frost genannt, weil er eiskalt daherkommt. Bis er loslegt. In meinem Leben habe ich viele Mörder gesehen, aber dieser hat den Teufel im Leib. Also es Mörder, Raubritter? Es heißt, nur die Schreie und das Gewimmer seiner Opfer
können ihm je ein Lächeln entlocken. Dieses Tier tötet zum Vergnügen. Sadist. Als sie ihn erwischten, hatte er eine Kerze aus einem Kinderarm dabei. Boah. Glück, meinte er. Himmel. Sakra. Okay, also ein Adliger, der Raubritter geworden ist und Leute umgebracht hat. Ein Sadist oder sowas. Da gucken wir, was wir noch haben. Was ist mit Weiß? Keiner weiß, woher er eigentlich kam, aber es heißt, das Morden begann mit ihm. Er hinterlässt nie Zeugen. Eher löscht er ein ganzes Dorf aus, als das Risiko einzugehen. Oh Gott, ein Massenmörder oder sowas? Krass, na gut, wisst ihr Bescheid? Das ist alles, was ich wissen muss. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Entschuldigung. Okay, nee, Leute, wir hören an dieser Stelle auf. Nächstes Mal werden wir gucken, was in den schwarzen Chroniken drin steht, falls ich überhaupt finde. Und dann versuchen wir herauszufinden, was die für Strafen bekommen. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Eure Lucida. Tschüss. Spargel, eine wahre Gaumenfreude und Gurken, die all